Hallo ihr Lieben, ihr Kleinen. Alexa, spiel Musik. Seid ihr hier, um eine Geschichte zu hören? Natürlich. Geschichten sind schön. Wer mag sie nicht? Sie reißen uns auf zauberhafte Art und Weise aus unserem Alltag hinaus und verkaufen uns eine Version der Welt, die oftmals hübscher ist als die, die wir kennen. Meistens zumindest. Es ist eine dieser Nächte, in denen man keinen Hund vor die Tür jagen würde. Servicemitarbeiter bilden allerdings die Ausnahme. Und unser Mann hat es eilig. Die Zeit rinnt ihm buchstäblich durch die Finger. Wir hoffen natürlich, dass er seine Tour rechtzeitig beenden kann, um zu seiner Familie zurückzukehren. Schließlich ist es Heiligabend. Der Geruch, der ihm aus dem Inneren des Wagens entgegenschlägt, hat etwas leicht Moderiges. Und das, obwohl es sich ausnahmslos um Expresslieferungen handelt. Wichtige Dinge also. Impulskäufe, verspätete Weihnachtsgeschenke und dergleichen. Höp. Hui. Höp. Alle hopp. Verdammt. Liebe Kinder, nur wenige Menschen wissen von dem gefährlichen Eigenleben, das verspätete Expresslieferungen entwickeln können. Wenn all die Wünsche und die Vorfreude sich in Ungeduld und Wut verwandeln und die Luft von dem Gedanken erbebt, wo ist mein verdammtes Paket? Zum Glück hinterlassen die meisten enttäuschten Kunden nur eine Ein-Sterne-Bewertung, nicht? Oh, meine Pakete sind da.